Hallo Freunde des Waldwerks, heute ein ganz anderes Video und zwar eins über etwas, was bei mir in der Rangliste direkt nach Heizdecken von Butterfahrten kam. Ja. Ein Bekannter von mir hatte diese C-Wärmer mit vor ein paar Jahren, vor einer halben Ewigkeit, als ich in Alaska wandern war mit ihm. Ich habe mich geweigert, die anzufassen, die waren für mich dermaßen unsexy. Da das Thema an sich relativ unsexy ist, aber ich finde doch relativ spannend, habe ich mal etwas anderes Video gemacht. Viel Spaß! Klebt den C-Wärmer nicht direkt auf die nackte Haut. Dafür wird das Ding viel zu warm, das wird viel zu unangenehm. Zieht einfach eine dünne Sommersocke an und klebt den C-Wärmer dort drauf. Klebt den C-Wärmer nicht auf eure Ballen, wie das auf manchen Packungen angedeutet wird, sondern klebt den C-Wärmer direkt weiter oben unter die Zehen, bündig mit dem dicken Zeh. Das ist die ideale Position, wenn ihr ohne Schuhe im Ansitzsack setzen möchtet. Möchtet ihr ihn tragen, wenn ihr in Schuhen unterwegs seid, vielleicht auf einer Drückjagd oder auch zu Fuß laufend, dann klebt ihn besser oben auf den Fuß, weil wenn das Ding unter den Füßen klebt, dann kann das beim Laufen sehr unangenehm werden und teilweise ist auch der große Druck dafür verantwortlich, dass ihr keine richtig warmen Füße dadurch kriegt, weil der C-Wärmer ständig an der kalten Sohle sich quasi entlädt. Generell, egal ob oben oder unten aufgeklebt, auf die dünne Sommersocke zieht ihr danach eure dicke Wintersocke einfach oben drüber und fertig. Isolation ist alles. Solltet ihr die C-Wärme in einem Ansitzsack benutzen, solltet ihr euch unter die Füße im Ansitzsack trotzdem eine Isomatte legen, um zu verhindern, dass die Kälte des Bodens des Hochsitzes in eure Füße und den Ansitzsack reinkriechen kann. Seid ihr zu Fuß unterwegs oder auf einer Rückjagd, dann sind Gummistiefel nicht die beste Wahl, besonders nicht die dünnen, wie sie hier abgebildet sind. Die haben viel zu wenig Isolation. Das kriegt auch der beste C-Wärme nicht hin. Oder ihr zieht euch verdammt viele dicke Socken da rein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die C-Wärmer so 10 bis 15 Minuten brauchen, bis sie erst anfangen spürbar warm zu werden. Halten tut das Ganze zwischen 5 und 6 Stunden. Das heißt, wenn ihr mal eine ganze Nacht draußen sitzt, dann solltet ihr vielleicht zwischendurch mal wechseln. Ansonsten ist das wirklich eine super Methode, wenn ihr die Sachen so macht, wie ich es euch beschrieben habe, dass ihr wirklich, wirklich warme Füße kriegt. Und damit meine ich nicht nur lauwarme Füße, sondern die sind wirklich warm. So, ich hoffe, ihr hattet bei dem Video ähnlich viel Spaß wie ich. Ich habe die Dinger hier bei Amazon gefunden in der Großpackung. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel drin waren. Ich verlinke euch das mal unten. Die kosten dabei weit unter einem Euro, das Paar. Fand ich also super. Normal der Ladenpreis ist bei einem Euro 50 ungefähr pro Päckchen. Funktionieren gut, werden heiß genug, kleben richtig, alles super. Und von daher, nächstes Mal machen wir dann die Heizdecke. Nee, machen wir nicht, aber Spaß beiseite. Wenn es euch gefallen hat, gern Daumen hoch, abonniert den Kanal. Waldmannsheil, bis zum nächsten Mal. Ciao.